Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Song of Nunu. Wir waren jetzt beim Orn und der hat gesagt, wir müssen, damit wir einen Kessel bauen können, ganz bestimmte Materialien besorgen. Und da gehen wir doch jetzt mal gucken. Wir brauchen eine Julbeere und eine Opfergabe vom Kellu. Was auch immer. Haben wir da irgendwas zu bekommen? Vielleicht kann ich euch wieder sagen, wie es heißt. Nein? 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 Nein. Okay, keine Ahnung. Kellurel. Kellurel. Eine Opfergabe vom Kellurel. So war es, genau. Ich erinnere mich. Dann schauen wir mal, dass wir das jetzt mal zusammensuchen, damit wir uns einen Kessel basteln. Ich weiß nicht. Ich hoffe, Braum braucht genauso lang wie wir für die Zutaten für den einen Topf. Dass er nicht so ewig lang auf uns warten muss. Okay. Und wir sind zurück. Daran gewöhne ich mich nie. Wir brauchen eine Julbeere von der Festung Burgdings und eine Opfergabe des Kellurels aus dem Eisgarten. Was wollen wir zuerst tun? Das sieht aus wie ein Eisgarten und das sieht aus wie eine Festung. Wir gucken uns mal erstmal ein bisschen um. Haben wir hier noch irgendwas? Ich will nichts übersehen. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hinkommen. Ne? Das wissen wir ja nicht, aber wahrscheinlich geht es hier gar nicht weiter. Nee. Das ist gut. Dann können wir auch gar nichts übersehen. Das finde ich sehr schön. Warte, hier ist bestimmt was. Hier ist ein Poro oder so. Ich sag's euch. Nein? Okay. Dann kann ich es ja mal versuchen. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Die Julbeere ist bei der dunklen Festung und der Kellurel in der anderen Richtung. Hi. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Dunkle Festung zuerst. Weil wir hier zuerst vorbeikommen. So. Oh, 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 da lädt's wieder. Also das Laden merkt man immer ein bisschen, ne? Aber ansonsten läuft's flüssig. Nur beim Laden. Ich weiß nicht, ob es lädt oder speichert oder beides. Da hat man immer einen kurzen Ruckler und dann geht's wieder. So kommen wir in die schwarze Festung. Okay. Also einmal hier rum. Dann einmal, whoopsala, hier rüber springen. Oh, warte, stopp. Okay, wir gehen erstmal in die Mitte und schauen uns von hier um. Wir sind jetzt hier runter. Da ist eigentlich wäre eine Brücke gewesen. Kommen wir hier irgendwo? Also da sollten wir vielleicht nicht runter. Ich gucke jetzt, ob es hier irgendwas zum Klettern gibt. Irgendwo, wo wir hin können. Wir können mal da lang gehen. Hey, Wolle! Wer würde beim Armdrücken gewinnen? Du oder Frau? Du? Ach, komm! Braum hat schon einhändig hunderte Armeen besiegt. Aber du hast vier Arme? Gutes Argument. So. Okay, wir sind hier schon mal richtig. Ich hoffe, ich verpasse jetzt irgendwo da hinten nichts. Ich weiß nicht, ob es da lang geht. Wir könnten noch mal gucken. Wir könnten noch mal gucken, ob es da noch was gibt. Weil da geht es um die Ecke rum, ne? Oh! Man weiß ja nie, was uns hier vorenthalten. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber hier ist nichts, ne? Richtig? Wir haben geguckt. Man kann uns nicht sagen, wir hätten nicht geguckt. So, da hinten sieht es aber auch nicht so spannend aus. Das Auge von Freljord. So, dann machen wir uns jetzt wirklich mal da hoch. Und hoffen... Upsala. Von da oben kommen wir. Das sieht aber gut aus, ne? Als hätten wir gar nichts verpasst. Eieiei, okay, wartet. Wartet, wir nehmen Anlauf. Schneller, schneller, schneller. Schnell aus! Okay, okay.
Oh, sehr gut. Oh, da müssen wir wieder Anlauf nehmen. Können wir das von hier? Nee, aber jetzt. Und lauf, 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 schneller. Und hoch, 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 hoch. Okay. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. So, hier. Wo geht's jetzt lang? Was haben wir hier? Wieso existiert das? Ich kann immer. Okay. Wir haben einmal einen Weg nach da. Dann gehen wir erstmal kurz hier runter nochmal. Ich denke mal, nach oben wird schon richtiger sein, als hier nach unten. Ich hoffe, ihr stört euch nicht an meinem Kater, der gerade im Hintergrund ein bisschen miaut. Aber was machen wir hier? Das ist eine gute Frage, ne? Hier unten ist nichts mehr. Lass mich mal kurz gucken. Aber wir haben jetzt hier einen Wasserfall. Vielleicht ist das nochmal eine Abkürzung. Haben wir eine Abkürzung gemacht? Oh, Entschuldigung. Was war das denn? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier eine Abkürzung geschaffen. Na gut, dann geht's jetzt einmal dahin. Oh, knapp. So. Können wir darüber? Ja, das klappt. Das muss die Festung sein. Sehen wir uns um. Ja, machen wir. Irgendwo darin wachsen. So, das heißt, wir müssen hier. Oder kommen wir aber nicht dran? Kommen wir hier. Nee. Stopp, halt. Kommen wir dann nochmal zurück? Ja. Wir können. Oh, 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 ja klar. Wartet. So, dann geht's einmal für uns da hoch und dann können wir das abwerfen. Okay, okay, umdrehen, umdrehen. Oh! Okay, sehr gut. Sehr gut. Darüber und da hoch. Eieiei. Das, okay. Oh, was haben wir da? Verlassene Festung. Verlassene Festung, eine alte, seit 3000 Jahren verlassene Burg. Sie wurde von den drei Schwestern errichtet. Die Statuen von Avarosa, Serylda und Lysandra befinden sich in ihrem Inneren, wo sie allmählich verfallen. Okay, aber Lysandra steht noch ganz gut da. Da läuft anscheinend auch ein Wasserfall aus ihren Händen. Weint sie? Das ist eine gute Frage, ne? So, wir müssen darüber. Ich habe Angst, Poros zu übersehen. Wir haben so lange keinen Poro mehr gesehen. Ist hier ein Poro? Können wir das kaputt hauen? Oh, wir können da durch. Komm, hier ist ein Poro. Sagt mir doch jetzt nicht. Hier muss doch was sein. Wir sind jetzt nicht umsonst hier. Ah, ja. Ja, wir hören's. Oh, die hört man gut, ne? Wo seid ihr? Ich hör's so gut, ne? Wo? Ach, da! Oh nein! Direkt vor mir! Jetzt erfahren wir, ob wir einen übersehen haben. Das war gut! Mist, zwei Stück! Erzählt mir doch nichts. Zwei Stück. Nicht wahr? Boah, ich muss das Spiel nochmal spielen, ey. Wir haben zwei übersehen. Wo haben wir zwei Stück übersehen? Ich hab mich so gut umgeguckt. Das ist gemein. Gibt's Backtracking? Können wir da nochmal hin? Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Ach, guck mal, hier sind sogar welche, ne? Die hatten wir jetzt gar nicht gesehen. Ach komm, die übersieht man doch nicht so einfach. Wie kriegen wir sie runter? So, hier ist nix. Ja, die Ranken scheinen sie festzuhalten.
den Eisblock zerstört. Vielleicht bist du stark genug, um die Zahnräder zu bewegen, Willem. Ah, ja. Was passiert dann? Da kann nichts passieren. Was passiert hier? Ja, sie ist kaputt. Okay. Tut mir leid. Gut. Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Hier für A. Oh. 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 Sie bewegt sich nicht. Das heißt, blockiert sie. Achso, hier. Klar. Ah! Okay, warte. Okay, das hat schon mal gar nicht. Im Eisfeld. Wir müssen echt zerstören. Kann ich da ran? Kann ich hier was machen? Die Kette steckt im Eis fest. Wir müssen es zerstören. Okay, aber ich sehe halt gerade gar nichts, ne? Können wir hier... Steckt im Eis fest. Wir müssen das Eis zerstören. Oh, das ist ein Ding jetzt, ne? Hier können wir halt auch nichts bewegen, ne? Weil das Eis... Warte, oh. Oder? Wir können ja auch da hoch. Schauen wir doch mal, was wir da oben haben. Genau, wir können das Ding abwerfen, dann ist das Eis kaputt. Ups. Sehr gut. Das Ding bleibt halt aber weg. Ja, jetzt ist gleich nochmal auf der anderen Seite. Achso, wir können auf die andere Seite hoch. Können wir auf die andere Seite hoch? Wartet mal. Wir müssen das auf der anderen Seite kaputt machen, das ist wichtig. Ansonsten kommen wir da nicht weiter. Aber kommen wir da? Wir kommen doch da gar nicht hoch. Zumindest sehe ich nichts. Zumindest sehe ich nichts. Das sieht nicht so aus, als kämen wir da hin, ne? Schaffen wir... Ha. Oh Mist. Okay, die Seite kriegen wir hin. Aber hier können wir... Oh. Hier können wir ein Stück weiter hoch. Aber wir kriegen die andere. Ah, aber vielleicht... Oh nee, auch nicht. Die Kette steckt im Eis fest. Wir müssen es zerstören. Wir müssen es zerstören. Aber wie kriegen wir es kaputt? Weil wir kriegen das da hinten ja nicht. Wir kriegen das auch nicht näher zu uns. Das macht ja gar keinen Sinn. Wie kriegen wir das Eis kaputt? Da hinten ist ja auch gar kein... Da hinten ist kein rotes. Ich bin gerade überfragt, ne? Ich bin gerade überfragt. Hier unten ist aber auch nichts. Man sieht halt gerade nichts. Kannst du noch mal ein Stück weggehen, Willem? Ich muss noch mal... Weil das... Oder? Wir gehen noch mal oben gucken. Also auf die andere Seite komme ich nicht. Würde ich jetzt sagen. Würde ich behaupten. Von hier bringt mir das aber auch nichts, irgendwas abzuwerfen. Hier auf der anderen Seite sieht man auch überhaupt nichts. Da ist kein rotes, ne? Also. Hier unten ist aber auch nichts. Wir müssen irgendwo, brauchen wir was zum kaputt machen. Aber wo finden wir das? Wir kommen da ja nirgends lang. Ich mag den Kamerawechsel gar nicht an der Stelle. Ich finde ihn nicht so gut. Ich guck noch mal hier. Kommen wir? Hier kommen wir doch nicht hoch.
Bringt uns das hier was? Nee, da kommen wir auch nicht drauf. Okay. Nee. Nee. Hier oben ist auch nichts. Wir kommen hier nicht hochgesprungen. Hier ist nichts zum Klettern. Okay, also da brauchen wir auch nicht. Also es muss jetzt hier eine Lösung sein. Wir müssen das Eis kaputt bekommen. Aber hier ist ja auch nirgends. Hier ist ja nirgends nochmal so ein rotes. Oder können wir... Oh, ich bin doof. Wartet. Oh, ich bin doof. Hilft uns... Upsala. Hilft uns das? Nee. Vielleicht müssen wir es einmal noch zu uns ziehen. Mach mal so. Aber dann können wir das nicht... Okay. Okay, wartet. Hilft das? Okay, gut. Okay, wir haben's. Wir haben's. So einfach kann es dann manchmal sein. Kettenreaktion! Hat das jetzt geklappt? Okay, ich würde sagen, wir müssen es auch von hier machen. Lass los. Oh, doch nicht. Loslassen. Geh da rüber. Das kriegen wir doch gar nicht schnell genug hin. Etwas stimmt nicht. Das muss schon sehr schnell gehen. Wir müssen es von der Seite hier machen, oder? Oder vielleicht sogar von hier. Von hier. Dann loslassen, dann hier rüber. Dann kurz runterwerfen. Dran. Jetzt haben wir es. Das klappt. Oh, wunderbar. Ja. Und jetzt weiter zu Julia. Oh, upsala. Okay. Das hat ein bisschen länger gedauert. Kriegt uns. Oh, das ist die Julbeere, oder? Da! Das muss sie sein! Die letzte Frucht in der Winde! Mhm. Sieht gar nicht gefährlich aus hier. Das sieht doch aus wie eine Arena. Wir müssen uns die verdienen. Ach, guck mal, da ist die Statue. Genau, sie weint einen Wasserfall. Da sind auch noch Eingänge. Wir gehen mal. Was kann schon schief gehen? In dem Boden ist etwas gemeißelt. Das ist die Leere. Das ist die Leere. Oder? Du bist heute nicht ganz bei dir, Großer. Weißt du das? Wow. Das ist also eins der Monster aus der Leere? Sieht aus wie der bei der Höhle gegen Anivia gekämpft hat. Und die Statue, die darüber wartet. Hey! Die Geschichte kenne ich. Eine war taub, eine blind und eine ihr Leben lang stumm. Die drei Schwestern haben gegen den Abgrund gekämpft. Und eine von ihnen hieß Lissandra, wie die Eishexe. Was sagst du dazu, Willem? Das ist super spannend, oder? Das ist alles? Ich frag mich, was dir über die Leber gelaufen ist. Okay. Oh, Wächter im Eis, die dunklen Kreaturen, die über das Reich der Leere herrschen. Sie versuchen unentwegt nach Runeterra vorzudringen und es auszulöschen. Im Moment sind sie hinter einer gewaltigen Mauer aus wahrem Eis in den Tiefen der Frostwächter-Zitadelle versiegelt. Ihre Macht in diesem Gefängnis wächst jedoch mit jedem Tag. Was sind das für Glitzerkugeln? Oh Gott, was? Nein, keine Angst, das ist ganz leicht. Pass auf! Ah, okay. Okay, ich sehe. Ich sehe. Na klar, komm da mehr. Oh. Erstmal den. Sehr gut. Eieiei. Oh. Mach's platt.
Okay. Uiuiui, uiuiui. Das ist gar nicht so einfach. Dann brauchst du richtig gutes Timing. Okay, jetzt du. Dann haben wir nur noch eins, ne? Dich. Okay. Okay, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oh, da kommen mehr? Oh Gott. Klar kommen da mehr. Wieso auch nicht? Was? Bitte was? Bitte was? Was? Okay, okay, okay. X. Okay. Drücken! Uff. Okay, das war eine krasse Attacke. Willem, geht's dir gut? Elementar, bösartige magische Kreaturen, die aus dunklen Zaubern entstanden sind. Sie strecken ihre Gegner mit mächtigen Blitzen nieder. Obwohl sie unglaublich stark erscheinen, können sie gegen Eismagie kaum etwas ausrichten. Wow! Du hast den gesamten Raum eingefroren? Hast du etwa geübt? Cool, Willem! Das ist schon krass. Ganz schön stark, unser kleiner Yeti hier. Wobei, klein ist hier relativ. Er ist ja ganz schön groß gegen Nunu. Hey, Willem, die Eishexe ist vereist. Haha. Okay. Wie sie funkelt. Da kommen wir jetzt ran, ne? Einfach, zack. Oh. Endlich. Sehr gut. Danke fürs Kleinwerden. Nein, kein Problem. Oh. Oh. Oh, was? Julbeere, einer der beiden mächtigen Schätze, den Nunu und Willem aufspüren mussten, um in den Flügelberg zu gelangen. Die Julbeere wächst auf dem Kopf einer verfallenen Statue von Lysandra, einer der legendären drei Schwestern aus uralten Erzählungen. Die können wir. Okay, da sind jetzt einfach ganz viele gewachsen. Sehr cool. Wir konnten uns eine große nehmen und ganz viele andere sind nachgewachsen. Da fühle ich mich ja nicht mal so schlecht, dass ich die jetzt einfach so klaue und mitnehme. Ne? Können wir einfach machen. So, da müssen wir durch. Den Eingang hatten wir auch gesehen. Ich glaube, der andere war vereist. Kann das sein? Irgendwo auf der Seite war noch einer. Sehen wir jetzt aber nicht mehr. Na gut. Okay. Orn wollte zwei Sachen. Wir haben die Julbeere. Das ist der Plan. Nach dem Westen gehen wir ostwärts. So, können wir da lang? Wo müssen wir denn lang? Können wir hier? Eiszeit! Flupp. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Sieht gut aus. Ich habe mir nichts verpasst, oder? Oh Gott. Schneller als Amibia. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh je. Oh je, läuft aber gut, läuft gut. Ah! Das war ein Ruck, klar. Das war gemein. Haben wir es. Okay. Die Eishexe könnte eine der drei Schwestern sein? Na klar. Das haben wir ja schon erfahren sogar. Lysandra, die gegen den Abgrund kämpfte, ist die Eishexe. Oh, so. Und dann können wir hier ran. Okay, sehr gut. Das ging doch. Das haben wir hinbekommen. Hier ist doch noch was. Erzählt mir nichts. Ja, okay. Sehr gut. Oh, wenigstens haben wir das nicht verpasst. So, was ist da drauf? Das hier ist Ash. Ash? Avarosa, eine der drei Schwestern, die ihren mächtigen Bogen aus wahrem Eis gespannt hält. Da haben wir keins verpasst. Drei Stück fehlen noch. Ja, das stimmt. Das ist Avarosa. Man kann sie aber leicht verwechseln. Okay. Boah, toll, wie das blaue Licht zum wahren Eis des Bogens passt. Findest du nicht? Oh, was machst du da? Oh. Schneemenschen! Ja, er winkt. Oh, oh no! Oh, oh, das war... Das wollte ich nicht. Das gab eine Errungenschaft, aber das tut mir leid. Das war keine Absicht.
Ich auch. Ja, wir müssen aber weiter. Ach Gottchen. Haben wir einfach kaputt gemacht. Tja. Drauf da. Oh! Ich treffe immer! Mhm. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, wir sind jetzt wieder hier. Es fällt nur noch der Keller rein. Fast geschafft. Ach, wenn ich wüsste, wo ich die Poros verpasst habe. Ne, das ist so gemein. Ach, guck mal, jetzt. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Schneller, schneller, schneller! So, dann würde ich aber sagen, guck mal. Wir gucken hier gerade so schön auf das Kellurel, wo wir hin müssen. Der Eisgarten oder wie es hieß. Auf diesen schönen Baum zusätzlich. Ist doch ein schöner Ort, um zu beenden für heute. Oh mein Gott, guck mal. Oh. Sag mal, Willip, was riecht hier so? Hast du gepupst, Willip? Bist du das, Kumpel? Oh Mann, du musst mal baden. Oh, da lacht er. Gut. Oh nein, oh, oh. Warte. Ich bin der. Riecht ziemlich gut. Auf einmal? Okay. Ja. Okay. Okay. Dann beenden wir hier. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.